der Creative Assembly. Once great on Intel Core i7. Inside. A Creative Assembly Production. Ich nehme mal die Maus raus. So. Empire Total War TM. So, zuerst einmal fällt uns sofort aus, dass wir einen Steam Shop sehen. Ja, Füllercode 401, sehr schön. dann fällt uns auf, dass wir Kampagne fortsetzen klicken können. Einzelspieler, Spielladen, Übungsgefecht, Weg zur unermächtigen Karte, große Kampagne, Kriegsfahrt, Kampagne, Gefecht, Spiel. Ja, daran sieht man, dass ich im Besitz von allen DLCs bin. Und dieses Spiel schon einmal gespielt habe. Übungsgefechte brauchen wir nicht. Große Kampagne werden wir an einem anderen Zeitpunkt spielen. Kriegskampagne vielleicht auch an einem anderen Zeitpunkt. Gefecht spielen, da kommt noch was zu. Mehr Spieler vielleicht irgendwann. Wenn der Rummener dieses Spiel auch hat. Zuerst einmal werden wir die Weg zur Unabhängigkeit Kampagne spielen. Wir fangen natürlich an mit der Episode 1 der Kolonie Jamestown. Ja, das habe ich übrigens auch schon mal durchgespielt, deswegen ist alles freigeschaltet. Ja, hier so, versteht ihr so, hier, bam, bum, bam, bim, bum, bum, bam, bam, bim, bum, bam, bim. So, im April 1607 segelten drei Schiffe der Virginia Company unter Kapitän Christopher Newports Kommando in die Bucht von Chesapeake. Sie landeten an der am südlichsten gelegenen Halbinsel der Bucht und nannten sie zu Ehren des Prinzen von Wales Cap Henry. Das Leben war für die frühen Siedler alles andere als einfach, obwohl sie ihre eigenen Herren waren. Newport kehrte nach England zurück, um Versorgungsgüter zu beschaffen und überließ das Commander Captain John Smith, einem begnadigten Meuterer. Aufgrund der knappen Nahrungsvorräte, der permanenten Krankheiten und der Angriffsgefahr durch einheimische Stämme starteten viele Siedler schon wenige Monate nach dem starben viele Siedler schon wenige Monate nach dem Erreichen der neuen Welt. Um diese Gemeinde zum Blühen zu bringen, benötigen sie durch Bauernhöfe und Fischereien produzierte Nahrungsmittel. Eine gewinnträchtige Ressource wie Tabak würde dem Mutterland beweisen, dass die Kolonie sich finanziell tragen kann und würde für dringend benötigtes Einkommen der Siedler sorgen. Zu große Selbstzufriedenheit kann sich allerdings als riskant erweisen. Die einheimischen Stämme bleiben eine Bedrohung. Spiel starten.
Die Menschheit wird schlussendlich von Gott oder von Tyrannen beherrscht werden. Krass, krass. Ach ja, ich weiß nicht, wann ich diese Dinger hochladen werde. Auf keinen Fall eins pro Tag. Das wäre eindeutig zu viel. Und ich werde sie auch nicht selbst hochladen. Das macht der liebe Ichiro LP, glaube ich, für mich. Oder der rendert die wenigstens. So, ich muss mal die Klappe halten. Unser Krieg gegen die britische Tyrannei beginnt heute Nacht. In Boston kämpfen tapfere Männer um ihr Selbstbestimmungsrecht. Heute Nacht kämpfen wir für die Freiheit. Wenn ich an das Opfer denke, das diese Generation bringt, so erinnere ich mich zum Trost an unsere Vorväter. Jene Pioniere, die an diese Gestaden gereist sind, um ein neues Leben zu beginnen. Wie der unerschrockene Kapitän John Smith und seine Siedler sind auch wir auf der Suche nach einer neuen Welt. Nicht nur für uns selbst, sondern für viele zukünftige Generationen von Amerikanern. Wenn ich auf ihre Taten zurückblicke, auf die unbekannten Gefahren, die auf die Pioniere hinter jedem Hügel, jedem Baum warteten, dann werde ich mir wieder gewahr, dass ich nur eine bescheidene Rolle in einer weit größeren Geschichte spiele. So, und hier sind wir auch direkt in unserer ersten Schlacht für heute. Feuer! So, dann, das ist unsere erste Aktion, was wir machen. Ist, wir ziehen unsere Männer ein Stückchen zurück, sodass wir eine längere Feuerlinie haben, was uns den Vorteil bringt, dass alle unsere Einheiten gleichzeitig feuern können. Sehr schön, jetzt nimmt ihr unter Feuer. Sehr schön, kommt, kommt, kommt. 1, 2, 1, 2. Die hauen ab. Sehr schön. Wie heißt der General? Häuptling Shishikao, glaube ich. Hoffe ich, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Der Defensivmodus fällt es an. Gut, alles an. Sehr schön. Links. Ja, komm, hier, easy. Natürlich haben wir jetzt hier nicht die komplette Feuerkraft von irgendeiner riesigen Linieninfanterieeinheit oder sowas. Sehr schön. Die Hauptsache ist, dass die uns nicht erreichen. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Sehr schön. Ja, sehr schön. Ich glaube, das müsste unser Sieg sein. Sehr schön. Glorreicher Sieg. Boah, ganze zwei Mann verloren. Ich bin jetzt richtig traurig. Jeder Krieg ist ein Irrtum. Sun Tzu, chinesischer General und Autor von Die Kunst des Krieges. Das Elend. Unersetzliche Verluste. Brüder, Väter, Söhne verloren an den Krieg, an Hungersnöte und Krankheiten. Und dennoch hielten unsere Vorväter durch und gaben nicht auf, fest an das eine zu glauben: die Freiheit.
Jene tapferen Männer haben aus einem unwirklichen Land die Zukunft geformt, es gezähmt und es zu ihrer Heimat gemacht. Aber das wilde Land war nicht die einzige Bedrohung, sondern auch die Indianer, die an den Grenzen lauerten, stets bereit für den Kampf. Es wurde klar, dass ein Frieden so lange undenkbar war, bis klare Grenzen geschaffen wurden. So, Kapitel 1, der neue Anfang. Okay. Ja, ich weiß, wie man eine Armee bewegt. Ja, ich weiß das alles. So, ich musste kurz was machen. Einer hat rekordiert. So. Zuerst einmal werde ich... Ich glaube, in den Aufnahmen werde ich meine... Sachen auf hochstellen. Ach, es ist schon auf hoch. Okay. Das mache ich schon. Ah, ich kann aber das hier auch noch machen. Ja. Und wir machen mal einen kleinen Save. Und wir nennen das. So. Ja, einer hat rekrutiert. Gebäude errichtet. Oh, Kapitel 2. Erobern Sie eine Stadt. Blumen Kapitel 3 freischalten. Einer hat rekrutiert Kolonialmiliz. Ich will aber eigentlich, muss man das nachgucken, Spieleinstellungen. Okay, das geht nicht. Also, ist nicht so, dass wir das so einnehmen könnten, aber wir gehen mal auf Nummer sicher. Wir wollen lieber noch eine Armee im Rückhalt haben.
So, ich würde mal sagen, wir machen das so, dass dann die Provinzmiliz hier jetzt noch in der Stadt ist, unsere Miliz ist, also unsere Stadtverteidigung. Ach ja, müssen wir jetzt ja selbst raustun. Eine noch. So, dann marschieren wir mal vorwärts. Oh, das können wir auch ausbauen. Komm, Baumwolle. Die lehnen ab. Aha. Sehr schön. Okay. Aber also in der Stadt Episode 1 abschließen. Machen wir dann. Das machen wir, glaube ich, heute auch noch. So. Verdammt, da haben die uns tatsächlich abgefangen. Das wird dann wahrscheinlich die zweite Schlacht in diesem LP sein. Ja, zum Angriff würde ich mal sagen. So. So, ich mache mal einen kleinen Cut, bis der Ladescreen zu Ende ist. So. Hallo und willkommen in der Schlacht. Es geht hier um Leben und Tod, meine Damen und Herren. So. Wir müssen angreifen, aber... ich weiß, dass die KI so dumm ist und angreift. Was vor allem, was sie aber auch machen muss, da wir sie sonst durch Fernfeuer wegholen würden. Naja, was soll die machen? So. Da ich diese Schlacht auch schon öfters gespielt habe, weiß ich, dass die hier versuchen werden, uns zu umlaufen, und zwar über diesen Hügel hier. Deswegen werden wir die hier auch sehr früh abfangen. So, und jetzt stellen wir uns in deren Rücken. Gut, die versuchen tatsächlich hier noch immer lang zu kommen. Und das wird denen aber zum Verhängnis werden. Okay, jetzt versuchen die doch hier lang zu kommen. Auch ganz gut, auch noch in Ordnung. Ah, okay, der hat nur darauf gewartet, dass sich seine Truppen wieder sammeln. Müssen wir halt nochmal zusammenschießen.
So. Jetzt kommen die hier endlich mal hier lang. So, dann werden die gleich in konzentriertes Feuer reinlaufen. Ach, da kommen die nochmal. So, die ziehen sich schon zurück. Die wollen unbedingt. Dann geben wir ihn. Da werden zwar ein paar Männer von uns fallen, aber das ist ziemlich effektiv. Erhöhter Position. Was bringt denn das, wenn die abhauen? Kommt schon auf die Bogenschützen. Sehr schön, die hauen schon ab, allein von unserem Anblick. Glorreicher Sieg. So, kleiner kurzer Cut. Bis gleich. So. Und das war's aber auch schon für heute. Denn ich verabschiede mich ganz herzlich. Ciao, Leute, und bis zum nächsten Mal. Locht ein, Leute.